Hier zeige ich die Konstruktion eines T-Linienkleides. Am Ende des Videos kannst du mit deinem Grundschnitt ein T-Linienkleid für Webware konstruieren. Die Länge des Ärmels kannst du frei wählen. Nach diesem Verfahren kannst du verschiedene Modelle entwickeln, so wie hier gezeigt. Hallo und herzlich willkommen bei Werde Designer. Ich bin Ellie und hier auf diesem Kanal dreht sich alles um Schnittkonstruktion und Abformen. Wenn dir meine Videos gefallen, dann unterstütze mich gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniere Werde Designer. Aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die in der Zukunft auf dich warten. Als erstes kopiere ich mir das Vorderteil. Dabei drehe ich einen Teil des Brustabnähers ins Armloch rein. Das Video mit den Schablonen verlinke ich über die Infobox. Die Schulter erhöhe ich wie gezeigt um 0,5 bis 1 cm und zeichne die neue Schulter ein und verlängere die Linie. Dann vertiefe ich das Armloch und zeichne dafür eine waagrechte Linie. Das Maß für die Verbreiterung ist 1/4 bis 1/2 der Vertiefung. Und dann zeichne ich das Halsloch ein. Dann kopiere ich mir mit der Schablone das Rückenteil. Zuvor habe ich den Rückenabnäher zugelegt. Das habe ich in einem anderen Video gezeigt, was ich über die Infobox verlinke. Beim Rückenteil erhöhe ich die Schulter genau wie beim Vorderteil. Ich übertrage die Länge der Schulternaht und addiere 1 cm für Einhalteweite. Auch übertrage ich die Markierung für den Halsausschnitt. Nun übertrage ich die Armlochvertiefung. Und dann die Armlochverbreiterung. Von diesem Punkt zeichne ich eine senkrechte nach unten und eine waagrechte nach links. Nun übertrage ich den Bogen. Das geht am besten, indem ich ihn ausschneide. Diesen Bogen lege ich jetzt wie gezeigt an und übertrage die Kurve. Dann messe ich die Länge und übertrage auch die Länge. Oben an der Schulternaht zeichne ich einen rechten Winkel.
Von der Taillenlinie gehe ich 21 cm nach unten, mache eine Markierung und zeichne mir die Hüftlinie ein. An der Hüftlinie trage ich ein Viertel der Hüftweite ab. Nun kann ich die Seitennaht einzeichnen, entweder ganz gerade oder leicht tailliert. Nun übertrage ich die Länge der Seitennaht auf das Rückenteil. Hier fehlt jetzt leider ein Stück Film. Ich habe die Seitennaht leicht tailliert eingezeichnet. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo. Ciao!